Oh, was ist denn das da hinter der Tür? Das sieht überhaupt nicht einladend aus, überhaupt nicht. Oh, bitte nicht erschrecken. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Was für eine Gestalt, was für eine Gestalt. Halloween, Halloween, am Montag, 31. Oktober ist Halloween. Oh, nicht erschrecken, nicht erschrecken. Also, das ist richtig gruselig, was hier abgeht. Und wir sind in Soheide. Hier gibt es eine Gruselgarage in der Tiroler Straße. Gar nicht zu verfehlen. Und hier wird am Montag, jetzt ist noch verschlossen, Halloween gefeiert. Wer ist das denn? Hilfe, wie schaut er denn aus? Auch nicht gerade freundlich und nett. Aber ich glaube, der beißt nicht. Der tut nichts. Ja, ich bin's, du Nord24-Reporter. Es ist doch gar nicht Halloween. Bleib da, wo du bist. Also in Soheide, da wird großartig Halloween gefeiert. Was ist das denn hier? Eine Puppe? Eine Puppe, die sich eigenständig bewegt? Oh, beiß mich nicht. Beiß mich nicht, tu mir nichts. Oh, also, hier in Soheide ist wirklich der Bär los. Hier in Soheide ist es richtig gruselig. Und auch dieser Geselle, der hat schon bessere Zeiten gesehen, glaube ich. Also richtig gruselig ist es. Halloween wird gefeiert in Soheide. Betreten auf eigene Gefahr. Man sollte dabei sein am Montag ab 17 Uhr in der Tiroler Straße. Und ein bisschen Gruselerfahrung sollte man mitbringen, denn es wird richtig gespenstisch teilweise. Aber wer an Halloween unterwegs ist, der weiß, dass er gut und gerne erschreckt werden kann. Auch dieses Kostüm hier, alles andere als modisch, dafür aber mit Gruselfaktor. Und den Mann kann man kaum erkennen unter seiner Kapuze. Wer ist denn das? Wer ist denn das? Eine Frau? Ein Baum? Ein Busch? Eine Hexe? Also an Halloween ist da einiges geboten in Soheide. Ich kann es nur noch mal empfehlen. In Soheide, Tiroler Straße. Ab Montag 17 Uhr, da wird Halloween gefeiert. Alle sind willkommen. Es gibt nur einen kleinen Spendenwunsch. Man muss keinen Eintritt bezahlen und dann darf man sich richtig durchgruseln lassen. Auch diese Frau mit dieser riesigen, verwarzten Nase wird dann auftreten. Oh, Nord24 ist unterwegs und guckt sich an, wo es denn an Halloween richtig gruselig wird. Und hier in Soheide, ich glaube, hier ist der Reporter noch nie so schnell gelaufen wie jetzt. Hier sind ganz merkwürdige Gestalten. Was darf ich denn hier erleben an Halloween? Grusel pur. Das merke ich schon, das ist ja richtig unangenehm hier. Es muss auch so sein, weil wenn wir uns schon die Mühe machen, dann wollen wir auch den Effekt haben. Wo sind wir hier genau? Machen Sie mal ein bisschen Werbung für sich. Das ist die Horrorburg von Soheide oder Horrorgarage. Und wir haben am 8. Oktober angefangen hier aufzubauen und sind jetzt in der Endphase. Wir müssen noch so ein paar Kleinigkeiten machen, aber für den 31. Oktober sind wir so weit gewappnet. Das ist ganz unheimlich. Ich gehe jetzt hier mal ein bisschen in Richtung Burg. Da raschelt es. Ist da schon jemand drin? Die Burg lebt. Ich merke das schon. Das ist ja richtig unheimlich. Hallo? Jemand zu Hause? Nein. Ah! Also, Soheide ist Halloween-Stadt, kann man sagen. Das ist hier die Tiroler Straße, wenn mich nicht alles täuscht. Jawohl, Tiroler Straße 3 ist das hier.